ersten Folge von Not the Robots, dem This Year's Most Exciting, This Year's Most Exciting Woke-like Stealth Furniture Eating Simulator. Richtig? Not the Robots ist This Year's Most Exciting Woke-like Stealth Furniture Eating Simulator. Also, ich versuche jetzt mir wörtlich zu übersetzen, also ich mache jetzt mal so einen auf Google-Übersetzer oder sowas. Schurkenähnliches Stehlen Möbel Essen Simulator. Das könnte nur dumm werden. Auf jeden Fall ist das, wie der Name nicht sagt, aber wie ich gerade schon gesagt habe, mehrfach ein Roguelike. Wir spielen mal auf Standard. Indem man halt Furniture eaten muss. Es war jetzt gut. Das war jetzt. Ja. Indem man halt die Möbel essen muss. Man ist als Roboter in so, in einem Office. Komm. Eigentlich spreche ich normalerweise Deutsch. Als Roboter ist man in einem, als Robot ist man in einem Office unterwegs und muss Furniture essen, genau. So ist das richtig. Nein. Man ist halt so ein Roboter und der ist unterwegs in einem, Büro. Jetzt ist mir das Wort endlich eingefallen. Schade, ich habe Damage bekommen. Jetzt müsste ich Max Food haben, ja. Ah, das da vorne sollten wir aber noch essen. Das ist, glaube ich, ein Einsatz-Item, soweit ich mich erinnern kann. Yep. Ich muss gleich nochmal nachgucken, wenn die einsetzt. Ich habe nämlich vergessen. Oder vielleicht das TRG. Ah, nee, mit dem TRG quatscht man. Oder auch nicht. Nicht mit dem TRG. Egal. Ich muss mal ganz kurz in den Einstellungen nachgucken. Ich bin mir nämlich gerade nicht ganz sicher. Movement. Nee, Actions. Space. Eat. Okay. Crouch. Back. Use Item. Ist Maus 0. Okay. Maus 0 wäre dann... Bin mir gerade nicht ganz sicher. Rechtsklick? Ah ja, stimmt. Ich glaube, es war Rechtsklick. Linksklick. Linksklick ist natürlich Maus 0. Why won't be the honest about why are you doing that? Und man ist halt so ein Roboter. Muss dort die Möbel in diesen Büros genau essen. Sollte sich dabei aber nicht erwischen lassen von diesen bösen Lasern. Oder auch... Ah, wir haben... Okay. Soll ich mal angucken, was wir da überhaupt eingesammelt haben. Oder auch von sowas anderem Bösen. Ich muss nochmal kurz was in den Einstellungen gucken. Nämlich von so Sentry-Drohnen. Die sind wirklich gefährlich. Man kann die auch irgendwie... Ja, Drop-Item F, okay. Kann die auch irgendwie fallen lassen. Man weiß halt immer nicht, was in diesen Kisten drin ist. Ich lasse das jetzt aber mal fallen, das dicke Ding. So, und sammle dafür das hier ein. Sprint, aha. Keine Ahnung. Dick ist eigentlich ganz praktisch, aber... Ja, was ist jetzt? Ah, gut. Das lädt sich... Ach so, gut, ich bin jetzt gerade in dem Moment schneller, okay. Okay, ist eigentlich ganz praktisch, würde ich sagen. Sehr praktisch finde ich auch, dass man unsichtbar sein kann. Das ist eigentlich so... Sehr praktisch, okay. Ich habe das Spiel noch nicht so viel gespielt. Irgendwie 75 Minuten bisherig. Feeling full, you head west. Also man muss halt immer... Das erinnert mich gerade ein bisschen an Super Amazing Ring Adventure. Genau, es sind halt immer zwei Büros, die man in einem Building schaffen muss und dann kommen da halt immer mehrere Buildings. Und die sind natürlich zufallsgeneriert. When you save and quit doing a campaign run, the file gets deleted as soon as it is loaded. Okay. Guck, das dort ist so eine böse Sentry-Drohne. Ich hasse diese Viecher, die... Also es gibt ja nicht allzu viele Gegner in diesem Spiel. Es gibt eigentlich... Also mir fallen jetzt einfach so drei Gefahren ein. Diese Sentry-Drohnen hier. Diese bösartigen Laser. Nein, die Laser finde ich eigentlich am ungefährlichsten. Und dann gibt es noch... Boah, das war knapp. Und dann gibt es noch... Dann gibt es noch so einen Boden manchmal. Das ist so ein gefährlicher Boden. Der ist dann immer wieder gefährlich und dann wird er wieder ungefährlich. Klingt irgendwie seltsam, aber auch egal. Ah. Und ich kann euch ein bisschen was über die Gegner lehren. Sie sollten einen alle nicht treffen. Wie unerwartet, ne? Und es ist halt so, diese Sentries. Wenn die einen sehen, dann verfolgen die einen und schießen auf einen. Für einen bestimmten Zeitraum sind sie alarmiert, danach dann nicht mehr. Wow. Fliegen die erstmal wieder zufällig durch die ganze Gegend. Das ist eben das Problem, weil das Gefährliche an denen, die fliegen halt komplett zufällig. Kann man sich nie drauf verlassen. Warte mal, ich droppe das mal gerade und... Droppen. Ach, scheiße! Jetzt hat er mich gesehen. Ist klar, ne? Weil ich es irgendwie nicht hinbekommen habe, das Item zu droppen. So, jetzt müssen wir einfach nur auf dem schnellsten Wege hier hin und... Weg hier! Mann, ich schaff das nicht! Das kann doch nicht sein, oder? Oh. Das war jetzt gerade echt irgendwie... Scheiße. Sandwebs have a protective shield that can block bullets.
Oh Mann, was war das denn gerade? Okay, da vorne ist leider schon wieder eine Sentry. Sentries sind immer nichts Gutes. Oh oh. Ich verstecke mich mal lieber hier. Man kann sich halt auch so bücken mit Lumschalt, mit der Umschalttaste. Warte mal, ich möchte es ganz gerne nochmal droppen. So. Und nochmal gucken, was hier drin ist. Hat sich gelohnt, das zu droppen. Total. Soweit ich weiß, schaltet man auch mit der Zeit neue, Leben. Neue Items. Why? Oh. Blocks. Ah, Blocks ist, glaube ich, ganz praktisch. Oh, scheiße. Nicht gut. Ah, dort links, links, rechts, links, 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 rechts. Wird einem, rechts wird einem übrigens angezeigt, wie viel man noch einsammeln muss. So. Wie viel man noch fressen muss. Wir müssen jetzt noch 22 Food fressen, bis wir voll sind. Und dann dahin gehen können und halt, ja. Und die Laser, die haben auch bestimmte Unterschiede. Also es gibt entweder welche, die auf der unteren Höhe oder auf der oberen Höhe sozusagen sind. Der hier ist einer auf der oberen Höhe. Unter dem können wir einfach so drunter durchgehen, wenn wir gecrouched sind. Allerdings ist man halt langsam, wenn man gecrouched ist, logischerweise. Ah, ja gut, jetzt können wir, warte mal, schon das verlassen. Man kann auch alles, man kriegt auch mal einen Bonus, wenn man alles Food auf dem dort auffrisst, alle Furniture, aber muss man nicht immer machen. Und wenn dann eine Sentry unterwegs ist, mache ich das meistens lieber nicht. Building 2 finished. Building 3. Und so die ganze Story ist sehr unbewusst. Was? You think that there are no sentries here? Oh, das wäre gut. Who is Heston McCormack? Genau, man findet halt immer wieder... Ah, genau, Sequences gibt es auch noch. Da muss man, die muss man dann immer alle aktivieren. Und so einer, das ist jetzt zum Beispiel einer, der ist unten, dem kann man gar nicht, bei dem kann man halt, auch nicht springen, also kann man dem sozusagen nicht ausweichen. Man muss halt dem vor dem weglaufen, aber wie gesagt, bei denen, die oben sind, kann man das halt hier. Bei den, genau, und bei den Sequences, das sind so einzelne Stellen hier überall, die muss man in der richtigen Reihenfolge, ach scheiße, und das sind diese bösen Böden, von denen ich auch schon erzählt habe. Ja, dann muss man halt das hier machen. Ich glaube, Blocks behalte ich eigentlich, weil das ist schon echt praktisch. Also Unsichtbarkeit ist noch praktischer, aber Blocks ist auch schon echt praktisch. Ist das, ja, das ist einer, der ist oben, da können wir sogar hier so lang gehen. Lang crouchen. Schön, dass hier keine Sentries sind. Oh, 200 Leben. Ich denke, oh, das war eine, das war ein Laser. Okay, den habe ich nicht gesehen. So, Sequenz voll und Food voll. Was sind das hier genau? Bonus, Multiplayer 1.5. Scan es. Okay, dem können wir nicht ausweichen. Also schnell weg hier. Ah, hier vorne war Sequence vor. Okay, da hier nun Laser sind, würde ich sogar sagen, wir versuchen noch ein Stück weiter und... zwar hier gar nicht so einfach, nicht getroffen zu werden, aber naja. Obwohl, so schwer ist es aber auch wieder nicht. Und da vorne ist ja schon wieder ein Bonus. Multiplayer 2. Nee, Blocks behalten wir lieber. Jaha, geht doch mal aus, ihr bösen, Böden. Keine Ahnung, wie ich die nennen soll. Ich weiß gar nicht, wie lange das Let's Play jetzt wird. Wir sind jetzt gleich schon in Building 4 oder sogar schon in 5. Ich weiß gar nicht genau. Ich glaube, mein höchster Call ist, glaube ich, in Building 5. Sind wir jetzt in Building 4 oder in Building 5? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Nee. Wenn man Building 6 erreicht, ist das nämlich auch ein... Oh, achso, wir haben Scanners. Stimmt ja. Das heißt, die zeigen uns immer bei einer der Kisten auf der Ebene, auch in jedem Labor... Labor? In jedem Büro halt an, was dort drin ist. Das, durch den einen Bonus haben wir es ja bekommen. Allerdings möchte ich jetzt nicht lieber sprinten wie... Oh, 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 haben. Oh, die sind aber beide oben sehr praktisch. Ja. Ich will lieber Blocks behalten. Die sehen schon irgendwie komisch aus, ne? Ist übrigens ein isometrisches... Oh, 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 oh. Hehehe. Hab ein bisschen lange gewartet. Ein isometrisches... Ein isometrischer Roguelike... Wow. Fornichin Eatle Diddle Did. Roguelike Stealth Furniture Eating Simulator. Das Spiel, das kostet eigentlich 8,99 €, empfehle ich euch auf jeden Fall. Aber ich habe es im Angebot gekauft, ich weiß gerade nicht mehr, wie teuer es war, hat auf jeden Fall recht sehr wenig gekostet. Und ich habe es mir einfach gekauft, weil ich mir einfach schon vorher mal gedacht hatte, was das, was wäre wohl ein perfektes Spiel für mich. Ein, Roguelike Stealth Game müsste eigentlich das perfekte Spiel für mich sein. Als ich das denn gesehen habe, dass es im Angebot ist, ja. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte ich, nicht genug, Steam-Guthaben. Und ja, allerdings habe ich es auf die tolle Weise hinbekommen, mir das noch zu kaufen.
durch die Steam-Sammelkarten. Steam-Sammelkarten sind echt cool. Haben wir Max Food? Yay! Bonus Max Food. Ja, da habe ich einfach eine Menge Steam-Sammelkarten verkauft. Ich glaube 78 Cent oder so habe ich dafür bezahlt. Oder 98 Cent irgendwie. Oder wahrscheinlich 89 Cent. Wahrscheinlich 89 Cent. Ja, aber ich glaube, es waren 89 Cent. Das sind also 90% Rabatt. Ja. Ich denke mal sowas. Und es ist immer, also, wenn ich mir Spiele nur noch, wenn ich mir sie gerade so nicht kaufen kann und nur halt, und dann halt noch Steam Sammel, ich glaube, ich hatte vorher was mit 15 Cent oder so und habe dann damit das restliche Geld bekommen mit den Steam-Sammelkarten, die ich verkauft habe. Also funktioniert ganz gut. Hey, warte, hier ist wieder eine Sentry. Und ich habe vergessen zu gucken, in welchem Building wir sind. Mann! Das da vorne lasse ich da erstmal, weil das heißt nämlich, dass die eine Sentry da mindestens nicht zu uns kommt. Oh, gar nicht gut. Ah, zum Glück. Hier kommt man nämlich nicht weiter. Okay, das ist das eine, die uns nichts tun können. Blocks sollten wir besser behalten, würde ich sagen. Okay, wir müssen jetzt hier lang. Nee, doch nicht, müssen wir nicht. Hier ist auch noch was. Gary's Mod habe ich mir damals auch nur im Angebot noch kaufen können, weil ich ein paar Steam-Sammelkarten verkauft habe. So ein paar Cent zu wenig sonst. Oh. Dann hier rum, wo ist denn die nächste? Wo ist denn überhaupt eine Sequence? Wo ist denn die erste Sequence? So. Oh, gar nicht gut. Okay, der hat uns gesehen. Dann wird's jetzt knapp. Ich verstecke mich mal hier. Ich hoffe, der findet uns hier nicht. Blocks. So kommt er nicht zu uns hin. Sehr praktisch. Puh. Der hätte uns sonst bestimmt gekriegt. Der hätte keine Chance gehabt. Oh. Ach, stimmt, der kann ja Blöcke zerschießen. Hehe. Ganz vergessen. nicht so, sondern so. Genau, 3 und 4 sind einfach direkt nebeneinander. Oh. Jetzt schnell hier, irgendwo verstecken. Lecker Möbel. Wo ist denn der? Ach, der ist da oben. So, hier sind wir jetzt eigentlich komplett durch mit. Vorne ist ein Scanner drin, aber einen Scanner haben wir ja schon. Ich weiß gar nicht genau, wann man so einen Bonus benutzen kann. Keine Ahnung eigentlich. Okay, wir können... Wir können schon fast wieder Blocks einsetzen, aber erstmal... Es wäre jetzt einfach nur scheiße, wenn er zu uns kommt. Bitte nicht. Bitte. Das stellt halt auch immer eine besondere Spannung dar in diesem Spiel, dass man auch nicht weiß, wohin die Sentries fliegen. Ja, wir müssen... Food haben wir auf jeden Fall schon genug. Wir müssen da oben hin und dann wieder her zurück. Das wird schwer, weil hier nämlich überall diese nervigen Sentries im Weg sind. Und Probleme machen wollen. Weil sie das so gerne machen. Weil die ja so nett sind, die Sentries machen die gerne Probleme. Hoppala! und ich bin so dumm, dass ich ganz dummes Zeug mache. Hier. Nein! Ah doch, da geht auch schon. Oder doch nicht? Ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob es geht. Ich hoffe mal, dass der so nicht an uns rankommt. Oh. Aber warte, kommen wir überhaupt... Nein. Nicht wirklich, oder? Heißt das, dass wir hier nicht mehr rauskommen? Bitte nicht. Nein! Doch, wir kommen hier noch raus. Sehr gut. Oh, sehr gut. Aber die Sentry kommt hier, glaube ich, nicht rein. Ich hoffe es einfach mal. Na, sieht zu eng aus für die Sentry. Achso, es ist aber wahrscheinlich extra... Ah ja, stimmt, klar, die Wand ist ja so dünn. Ist wahrscheinlich extra so gemacht, dass man sich nicht damit einsperren kann. Das wäre nämlich richtig scheiße. Okay, die Sentry, sagen wir mal einfach, die kriegt uns nicht. Ich glaube, die kriegt uns nicht. Puh, Andi, da war ja auch zu, die kommt hier ja gar nicht lang. Meanwhile, Sentries do not follow any specific patrol route, so keep an eye on them. Genau. Wie gesagt, sehr nervig. Übrigens ist mir auch aufgefallen, bei meinen Soundchecks, dass das Spiel schon... Komm, man könnte jetzt raten, 12 FPS, aber... dass das Spiel insgesamt eine höhere FPS hat als Brickforce. Aber ungefähr genau jedes Spiel hat, glaube ich, eine höhere FPS als Brickforce bei mir. Na gut, jetzt gerade hat es irgendwie ganz geringe FPS. 14. Hä, wieso hat es gerade so wenig FPS? Das macht mir gerade irgendwie Angst. Die FPS sind gerade wirklich sehr gering. Oh, scheiße, nicht! Sentry hier hinten, das ist ganz schrecklich. Nee, gar nicht toll hier. Haha, heiße. Schnell weg hier. Ah! Hilfe! Oh, geschafft. Wir haben es geschafft. Was für ein Glück. Es ist halt auch
finde das ganze Spielsystem auch echt cool, weil man muss halt immer überlegen. Man muss das zwar alles essen, aber gleichzeitig sollte man es auch nicht essen, weil... Oh, gut. Achso, klar, das ist natürlich der Vorteil an denen, die hoch sind. Die können einen dann möglicherweise hier auch übertreffen. Man muss natürlich alles essen, aber gleichzeitig sollte man auch nicht alles essen, weil... Man, nämlich, da vorne wäre dick. Mit dick kann man sich durch solche Wände durchgraben. Man muss eigentlich alle, man muss im Prinzip ganz viel essen, aber gleichzeitig sollte man auch nicht alles essen, damit einen Sentries und solche nervigen Dinger dort nicht ganz so leicht erwischen. Oh, scheiße. Gar nicht gut. Ich habe ungefähr genau verloren. Okay, keine Chance. Ich hänge auch noch in irgendwelchen Ecken fest. Okay, ich denke mal, das war's dann schon. Das war nicht gut. Oder doch nicht. Das war's doch nicht für uns. Oder doch? Ha, weg hier. Oh. Blocks rettet uns. Gut gemacht, Blocks. Bitte, rette uns, Blocks. Ich glaube aber, in nächster Zeit muss ich die Parts aufteilen. Wie lang ist denn das jetzt schon? 20 Minuten? Scheiße. Wie gesagt. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, ob euch das Spiel gefällt und ob ich es öfter let's playen soll. Ich würde es eigentlich ganz gerne öfter let's playen. Ja. Nur zögert man immer mehr so ein... Es ist halt schon so... Weil halt so, wenn ich jetzt so ein Brickforce-Video, was an dem Abend 8 Aufrufe dann hat, vergleiche mit irgendeinem Roguelike, was am Abend des Tages, nachdem ich das hochgeladen habe, auch mal einen Aufruf hat, ja, zögert man dann doch eher etwas mehr, das Roguelike aufzunehmen, anstatt Brickforce. Weil, obwohl mir ja Roguelikes eigentlich auch Spaß machen, sehr, aber... Ich denke mal, dass das eine der Gründe ist, dass ich in letzter Zeit wirklich wenig Roguelike-Let's Plays hochgeladen habe. Okay, wieso bin ich nicht in die Sequence da gefahren? Wie dumm. Okay, dann mal hier hin. Oh, sehr gut. Die haben da irgendwas zerstört. Und deswegen wird das hier gerade teleportiert. Teleportiert. Zum Glück. Sehr praktisch. Ah ja, man kann sogar hier am Rand vorbeigehen. Okay, oh Mann. Hier sind so viele Sentries. Das ist so schrecklich. Everywhere Sentries. Blocks behalten wir auf jeden Fall. Das hat uns so gut das Leben gerettet. Schon mehrfach, würde ich sogar sagen. Schon zweimal oder dreimal in dem Fall, würde ich sagen. Ja. Ich würde jetzt mal so behaupten, dass... Oh, das ist mein Lieblings... Hä, was ist da denn alarmiert? Wieso ist der alarmiert? Hä? Oh, ich glaube, ich habe gerade Schaden bekommen. Hä? Naja, ich würde mal so behaupten, dass das mein Lieblings-Item ist. Blocks, ja. Okay, aus irgendeinem Grund ist da einer die ganze Zeit durchgehend alarmiert. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Okay, wohin müssen wir als nächstes? Wir brauchen noch 6 Food, die können wir irgendwo auf dem Weg essen. Möglicherweise warten wir auch noch ein Weilchen und dann werden die hierhin teleportiert. Könnte auch passieren. Und dann müssen wir... Oh nee! Really now! Wir müssen erst auf die ganz andere Seite der Ebene des Büros. Dann müssen wir wieder zurück. Dabei kommen wir dann bei einem vorbei und müssen dann wieder hierher. Ach komm! Und währenddessen müssen wir es noch irgendwie schaffen, nicht von diesen Sentries getötet zu werden. Wie denn? Na gut, no risk, no fun, ne? Oh, nee. Too big risk. Das schaffen wir so nicht. Kommen jetzt gerade welche an. Oh, ich hasse das, weil man halt echt nie weiß, was mit den Sentries, wo lang die wie fahren und so. Fliegen, meine ich. Schweben. Ist das echt gemein. Die sehen übrigens aus wie Totenköpfe. Das fällt einem gar nicht unbedingt auf, wenn man es nicht weiß. Also, jetzt gerade fällt es mir durchaus auf. Aber wahrscheinlich, weil ich gerade daran gedacht habe. Achso, der eine dort hat seine Kanone nicht ausgefahren, die anderen schon. Die ihre Kanonen noch nicht ausgefahren haben, sehen sehr viel mehr nach Sentries aus. Aber die lassen anscheinend ihre Kanonen ausgefahren, auch wenn die nicht mehr alarmiert sind. Ich versuche jetzt mal... Na! Nein, wie dumm! Das war nicht gut. Kann ich schon mal so festlegen. Das ist gut. Sehr gut, sie hat sich wieder gefangen. Außerdem drehen sich so Sentries auf, wenn man gerade sehr gut sehen konnte. Nein. Zu viele Sentries hier gerade. Ach komm, wie soll man das schaffen? Wie denn? Dick wäre jetzt praktisch. Dann könnte ich mich hier durchdicken und dann da und dann dort durch. Oder so. Da vorne ist Dick. Dick ist ja ungefähr das Gegenteil von Blocks, könnte man sagen. Ah, jetzt, die Scheidung ist schwer.
Weil hier sind auch noch ein paar andere Sachen, gegen die ich die möglicherweise danach eintauschen könnte. Okay, okay, okay. Egal jetzt. Oh, doch nicht egal jetzt. Scheiße. Das ist so schwer. Das Spiel ist voll gemein. Hätte ich jetzt dick, Mann. Dann könnte ich da durch. Okay, die eine Sentry scheint gerne hier zu sein. Oder auch nicht. Nett von ihr, dass sie jetzt nicht mehr hier ist. Oh, scheiße. Da kommt aber noch eine andere Sentry. Oh, Mann. Wie denn? Wie soll man das schaffen? Oh. Ah, warte, der geht wieder dort lang. Zurück. Which means, oh nein, scheiße, da kommt jetzt noch eine andere Sentry. Bitte. Ja, keine mehr da. Warte mal, jetzt fallen lassen. Stick mitnehmen. Erstmal hierhin zurückgehen. Da vorne ist eine Menge Furniture. Könnte sein, dass das genügt. Weg damit. Diese ganze Furniture hier essen. Ach, scheiße, wir wurden entdeckt. Okay, das war's. Keine Chance. Hier ist nämlich... Doch, hier ist genug Furniture. Genau. Geschafft. So. Mehr und mehr essen. So, jetzt hier verstecken. Dick ist auch recht praktisch, im Prinzip. Okay. 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 Da vorne ist immer noch die eine... alarmiert in der Wand. Keine Ahnung. Ist ein bisschen verbuggt, würde ich sagen. Ich habe echt keine Ahnung, was die da macht. So, jetzt. Ach, scheiße. Beste an der ganzen Sache ist auch noch, dass die jetzt plötzlich wieder funktioniert. Komm. Okay, das war's. Das war's. Das war's vollständig. Keine Chance mehr. Oder? Etwa doch? Oh, Mann. Wir müssen das schaffen. Eigentlich wäre es besser, wenn wir es nicht schaffen, aber egal. Weil dann wäre die Folge endlich mal zu Ende. Das ist echt... Oh, kommt. Haut ab, ihr blöden Sandwich. Toll, weil ich das da hinten jetzt aufgedickt habe. Aufgedickt? Was ist das denn wieder für ein Wort? Jedenfalls, weil ich das da jetzt ein Loch reingemacht habe, können die hier jetzt von beiden Seiten kommen. Es war davor voll der sichere Ort, aber jetzt... Oh, scheiße. Jetzt wollen die hier viel mehr hin. Ach, scheiße. Nicht gut. Nicht gut. Scheiße, und ich kann mich nicht daneben verstecken. Best ever. Scheiße, okay. Wir schaffen es doch nicht. Nee, keine Chance. Okay, das war's. Na gut. Das war's dann mit dem ersten Try von Not the Warbots. So, wie viele Holdings haben wir geschafft? A premium version of an old item. Aha. 3,54, whatever. You have unlocked Sprint Plus. Ah. Das heißt, jetzt haben wir ein besseres Sprint-Item. And the viewers machine. Aha. Okay, permanent upgrades. Genau, da schaltet man einfach mit der Zeit permanent upgrades frei. Ja, wie gesagt, das war's dann jetzt mit diesem Not the Robots Try. Das steht hier immer abwechselnd. Na egal. Was du, ja. Das ist immer wieder anders, was da für Sachen stehen. Hier, das hier habe ich nämlich schon alles freigeschaltet. Also, genau, das sind nämlich so Sachen von der Story. Mach mal zurück. Das sind Sachen von der Story, die man damit freischaltet, dass man Laptops isst. Der Ideal Edward. Greetings, value consumer. We hope you're enjoying the incredible convenience of the Trash Tech Smart Module so far. But enough of that. Let's get right to the... Na, auf jeden Fall war es das jetzt. Ja, das war es jetzt mit Not the Robots Try. Ja. Ich würfle gerade ein bisschen mit dem Würfel, der aus irgendeinem Grund auf meinem Schreibtisch liegt. Wow. So. Oh nein. Okay, zum Glück war in dem Glas kein Wasser mehr drin. Fast ganz mehr jedenfalls. Ja, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr dieses Spiel öfter sehen wollt von mir. Let's Play. Irgendwie so. Ja, also nicht hinterher vergessen. Bis zum nächsten Video. Ja, außerdem noch was anderes. Es gibt nicht nur Kampagnen, sondern auch Operations und Challenges. Schreibt mir auch in die Kommentare, ob ich auch noch welche davon machen soll. Ja, nicht den Daumen vergessen und bis zum nächsten Video. Oh.